da entscheidet sich, oder da ist eigentlich der Grund von der ganzen Misere. Also es ist nicht die Landesrätin Stocker die Schuldige, dass die Krankenhäuser schließen müssen, sondern der Staat Italien, da müssen wir uns eigentlich im Klaren sein. Es ist nicht ein volkspolitisches Bedürfnis oder Notwendigkeit, dass wir uns endlich selbstständig machen, sondern auch eine wirtschaftliche. Nicht? Weil viele Leute sagen, die Grenze, die ist nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Nicht? Also, wieso marschiert die Wirtschaft außen nach Tirol oder nach Osttirol? Weil es eben die Grundpreise ein Zehntel verinsrigen sind und das hängt ja alles zusammen. Also das sind wirtschaftliche Sachen, was da innen spielt. Wenn die Wirtschaft abmarschiert, nachher werden auch die Leute nachziehen. Also müssen wir unbedingt in die Richtung gemeinsam arbeiten. Also ich appelliere wirklich an alle Parteien in Landtag und an die ganze Bevölkerung, die wir gemeinsam kämpfen, gemeinsam für ein freies, unabhängiges Südtirol. Es ist eine zwingende Notwendigkeit. Und es dient sich alle wieder auf Instau. Man sieht es in ganz Europa, dass sich Leute zusammenschließen. In Katalonien ist die nächste Abstimmung. Sind wir sicher positiv ausgehen. Ich bin da recht positiv eingestellt. Kämpfen wir gemeinsam für ein freies Tirol. Long live Tirol!